Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Alexandra von Bewusstsein TV und wie ich schon vorangekündigt habe, ich habe heute Adel, den Reisenden, eingeladen. Ich finde es total super und ich würde sagen, wir warten noch einen Moment, bis ein paar mehr Zuschauer da sind und in der Zeit würde ich vorschlagen, Adel, stell dich doch einfach mal kurz vor. Okay. Oder soll ich erstmal ein Gitarrenständchen spielen, bis ein paar Oh, Leute das wäre reinkommen? Schön. Zur Einstimmung sehr gerne. Ja, vor allem sehr gerne. Die mich noch nicht kennen, ne, dass sie das nicht verpassen. Dann Ja. spiele ich mal kurz Gitarre hier in meinem Camper. Genau. Adel der Reise, ganz klar, in seinem Camper Van Life. Ne? Und live aus, momentan bist du in Kreta, ne? Oder auf Kreta, ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Beides, kann man beides sagen. Ja. Huch. Ich habe da aus Versehen mein Tuch runtergerissen, egal. Hast du einen Titel für dein Lied? Wie? Hast du einen Titel für dein Lied? Nee. Also es ist auch nicht mein Lied, aber... das war im Gitarrenbuch. Ich spiele einfach mal. Ja, sehr gerne. Hau rein. So 2 Minuten, ne? Und dann kann ich mich vorstellen. Ich muss noch ein bisschen üben. Das ist immer die Vorführung, ne? Genau. Also noch ein letztes Mal, noch einen letzten Versuch. Nicht, dass ich nachher die Zuschauer vergraule. Nee, das glaube ich nicht. Ach ja, ist egal. Ich kann es nicht mehr. Ja, soll ich mich mal kurz vorstellen? Ja, genau. Okay, ich bin Adel der Reisende. Also mein YouTube-Kanal heißt Adel der Reisende. Und ich lebe in meinem Camper mit meinen 2 Hunden. Gordi, der liegt hier vorne oder hinten. Ach, die liegen beide hier. Ah, oh, da ist der Gordi. Könnt ihr den sehen? Da ja, ist der mit Gordi. Schwanz. Wedelnderweise. Und das ist der Buddy. Ja, oh, und das ist unser Blick gerade aufs Meer. Ja. Ja, die Sonne ist gerade untergegangen. Vorhin hatten wir richtig schönes Licht. Ja, und ich reise mit meinem Camper durch die Weltgeschichte, eigentlich nur durch Europa, aber hauptsächlich so in letzter Zeit so im Südosten. Türkei, Griechenland hatte ich jetzt diesen Winter. Und ja, jetzt bin ich zum 2. Mal hier auf Kreta. Meine Wahlheimat quasi. Zweite Heimat, ne? Weil du bist ja eigentlich aus Deutschland gekommen. Ja. Und vielleicht kannst du mir erzählen, woher du gekommen bist, wo du gestartet bist und was für Herausforderungen vor allen Dingen dir da entgegengetreten sind, weil es ist ja nicht so einfach, sag ich mal, auszusteigen. Ne? Also, ja. Also es ist eigentlich einfach, wenn man geführt wird, ne? Und wenn man verstanden hat, dass man geführt wird und sich da nicht gegen aufbäumt. Also ich mach mal Licht an. Es wird ja zu dunkel, ne? Jo. So ist okay. Ne? Ja, perfekt. Moment, ich mach mal hier das Fliegengitter besser vor. Nachher habe ich nämlich ganz viele Fliegen. Wie viele Leute sind denn schon drin? Kannst du das sehen? 7.
Ah, dann kann ich kurz noch mal die Türen zumachen. Einen Moment. Ja, genau. Kann ja ich mal was erzählen. Ja, ihr Lieben, ihr seht, ne, wir sind live. Und ich habe Adel eingeladen, weil ich fand sein Motto so toll: kein Plan. Oder mein Plan ist kein Plan. Und ich fand es klasse und er lebt nach seiner Intuition. Und ja, und der Weg in die bewusste Freiheit fand ich jetzt einen tollen Titel dazu, weil ich glaube, du bist jetzt, also nach deinen Videos, ein Jahr oder 2 Jahre unterwegs. Wie lange bist du jetzt unterwegs? Also mit dem YouTube-Kanal quasi, wo ich jetzt wirklich alles hinter mir gelassen habe, an anderthalb Jahre seit Oktober. Ja, anderthalb Jahre. Und woher kommst, also wo bist du gestartet? Aus Deutschland? Also München, ne, habe ich zuletzt gelebt. Mhm. Und da bin ich dann quasi eigentlich direkt nach Griechenland. Also über Bosnien und Ich wollte Montenegro. sagen, das fand ich nämlich toll. Du hast die Mondpyramide und die Sonnenpyramide bestiegen und warst in den Tunneln. Das habe ich mir nämlich angeguckt. Es fand ich toll, weil ich mag auch ja diese Gegend. Leider bin ich da noch nicht dazu gekommen, dahin zu fahren. Aber es würde mich auch mal interessieren. Da hast du auch tolle Erfahrungen da in dem Tunnel gemacht. Ja, also für die Zuschauer, die Pyramiden nicht kennen, also in Bosnien gibt es tatsächlich Pyramiden, die sind nicht bekannt, also wird quasi verheimlicht, damit die Leute das nicht erkennen, dass es noch viel mehr gibt, als wir so in der Schule lernen, ne? Also die Pyramiden sind nicht so ersichtlich. Die sind bewachsen natürlich mit Bäumen und Sträuchern, also sie sind so grün, wie Hügel sehen die aus. Aber gerade eine Pyramide, die Sonnenpyramide, die ist auch noch größer als die, also ist, glaube ich, die größte bekannte Pyramide jetzt. Also wenn man die als offiziell annimmt, dann ist das die größte Pyramide, die es gibt auf der Erde. Und von oben sieht man auch so die Kanten, ne? Also die sind dann auch auf Nord, West, Süd, Ost exakt ausgerichtet. Und dann gibt es da noch Tunnel und so weiter. Ja, aber es ist jetzt ein anderes Thema, würde ich Genau, sagen. also die Frage ist ja von mir gekommen und natürlich auch von den Zuschauern. Erstmal, wie gesagt, wo bist du gestartet und wie bist du da drauf gekommen, überhaupt auszusteigen aus dem System oder aus Deutschland? Also ich habe zuletzt in München gelebt und gearbeitet. Und wie es dazu kam, dass ich losgezogen bin, war ja, also ich habe bestimmte, also gesetzliche oder weiß nicht. Ich habe eigentlich alles befolgt. Also War zur Corona-Zeit, ne? ja, eigentlich war ich nur so ein bisschen rebellisch, aber ich habe mich an die Regeln gehalten. Nämlich, ich habe auf Homeoffice-Pflicht bestanden. Ja, weil es haben alle gemacht. Und ich durfte es auch machen für eine gewisse Zeit. Aber dann sollte ich dann nach 2 Monaten doch nochmal ja, ins Büro kommen. Und das habe ich verweigert, weil ich da keinen Sinn dran sah, mich extra dafür testen zu lassen, weil ich nicht geimpft bin. Ich sah es als Schikane an. Und ja, also es ist eine lange Geschichte. Ich will eigentlich gar nicht mehr darüber reden. Ich habe Ja, nämlich ist den auch Kampf mit. besser. Warst du, ich sag mal, staatlich irgendwie angestellt oder Also ich war ja. Beamter sogar, aber noch Okay. auf Probe. Ich war nicht so lange da, also gerade so 3 Jahre, ne? Und da konnte mich, also unter 3 Jahren kann man noch leichter kündigen. Und ja, daher war das mein Glück eigentlich, dass ich dann gekündigt wurde. Ich bin da sogar jetzt dankbar für. Nur Hat alles seinen Sinn. ich hab versucht, da noch gegen vorzugehen und habe einen Anwalt genommen und so weiter. Aber
ehrlich gesagt, ich habe irgendwann erkannt, dass man nicht mit den Mitteln des Systems gegen das System kämpfen kann. Ja. Und da wird man als Normalsterblicher erstmal arm und es hält mich auch fest an der alten Welt. Und Ja. ich habe mich ja bewusst entschieden, in die neue Zeit zu gehen. Ja. Und dazu gehört auch das Alte loszulassen und den Kampf. Ja, sehr Daher bin schön. ich jetzt Ja. eigentlich sehr glücklich, weil ich habe ja alles, was ich möchte. Ich habe Zeit jetzt. Das ist mein Luxus. Und ich habe auch Geld. Ja. Ich werde oft gefragt, ja, wie finanzierst du dich und so weiter? Genau. Oder Ja, wovon mal. lebst du? Also die Frage, die kommt so häufig, vor allem von missgünstigen Menschen. Also ich spüre das ja direkt, ob jemand dankbar ist oder direkt so erster Kommentar, ja, wovon lebst du? Ne? So ganz platt. Und dann sage ich meistens, wenn es so platt kommt, sage ich mittlerweile nur noch, von Luft und Liebe lebe ich. Ja, man kann auch Licht und Liebe sagen. Ja. Aber ich habe ja als Ingenieur gearbeitet und dementsprechend habe ich auch verdient und einiges sparen können. Und deshalb habe ich auch einen Luxuscamper und keinen Hippie-Camper. Ich hatte keine Zeit, mir selber einen auszubauen, deshalb habe ich einen fertigen gekauft. Ja, und jetzt von YouTube kann ich ja mittlerweile auch ganz gut schon. Also kommt auch schon einiges bei rum, ne? Der Kanal ist ja schon 1,5 Jahre am Laufen und ich mache fast jeden, sagen wir mal, jeden zweiten Tag ein Video. Also über Ja. 400 Videos habe ich schon. Ja. Ja, ich weiß, das ist natürlich auch eine wahnsinnige Arbeit. Die Leute können sich das gar nicht vorstellen, auch immer wieder Content zu bringen und natürlich auch interessanten Content zu bringen. Man muss sich natürlich auch erstmal bekannt machen oder bekannt werden. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen abwertend ist, aber ich sage mal, wir sind ja so kleine Social Media Gurus, ne? Also sind ja natürlich unsere Abonnenten. Ich bin froh, dass wir sehr viel treue Abonnenten haben und ohne denen könnten wir natürlich auch nicht unsere Kanäle ja aufrechterhalten und so weiter. Wir sind alle darauf angewiesen, auf Abonnenten und auf Zuschauer und auf Klicks und so weiter. Wir müssen halt aber auch dafür arbeiten und es ist auch eine Arbeit und die viele, sehr viele Stunden dauert. Also ich sitze manchmal an Videos 20, 30 Stunden und wenn ich jetzt was schneide oder skripte oder so, das ist halt wirklich sehr anstrengend. Live finde ich es halt sehr schön. Das ist sehr ja, energiereich und energievoll, das finde ich toll, aber ja, genau, also es, wie Also gesagt, ist auch Arbeit, ne? Es ist ich möchte nicht das gar einfach nicht. mal nur so gemacht, ne? Ich möchte das gar nicht Arbeit nennen. Also für mich ist es auch keine Arbeit. Ja, aber ich sage nur, ne? Weil, ja. Ja. Also ich habe den Kanal gestartet, einfach, also erstmal nur so aus Spaß, ne? Die ersten 3 Monate habe ich einfach mein neues Leben gezeigt und die Orte, die ich besucht habe. Irgendwann habe ich gemerkt, dass sich das so wiederholt. Ein Strand nach dem anderen, ein Berg nach dem anderen oder eine Schlucht nach dem anderen, eine Wanderung nach der anderen. Und dann habe ich dann irgendwann gedacht, ach komm, erzähl doch mal was von meinem Leben mehr. Und dann irgendwann habe ich dann auch, also ich erzähle dann über meine neuesten Erkenntnisse quasi in meinem Ja. Leben, durch meine Reise und was gerade so in mein Bewusstsein kommt. Und das teile ich. Dann war das zum Beispiel Selbstliebe. Das erste Video über spirituelle Themen. Und ja, dann ging es ab. Also die ersten 3 Monate hatte ich 150 Abonnenten. Und mit dem Video, und ich hatte nur so 100 Aufrufe pro Video ungefähr. Und mit dem Video hatte ich dann auf einmal 600. Und dann hatte ich dann über Ängste loslassen gesprochen. Weil ich Ja. bin ein sehr guter Motivator oder Mutmacher. Das ist mir dann aufgefallen, weil da hatte ich auf einmal 4.000 Aufrufe und 100 neue Abonnenten mit dem Video oder mehr, ne? Also direkt über das Video. Und ich dachte so, wow, okay, das ist wohl das,
was der liebe Gott möchte, was ich hier teile. Und dann bin ich auch immer wieder zu spirituellen Themen gekommen und die Dankbarkeit und Wertschätzung der Menschen in den Kommentaren hat mir das dann bestätigt, so weiterzumachen. Und so hatte ich auch die Kraft, auch so weiterzumachen. Es hat mir Spaß gemacht, es war für mich keine Arbeit. Es war so, ich würde das als Wirken bezeichnen. Ja. Ja. Und also durch meine positive Einstellung zum Leben, meine positive Energie, auch mit den Hunden, ich zeige die Natur und ich inspiriere die Menschen. Es gibt noch einen anderen Weg. Man muss nicht auch unbedingt reich sein, um sich sowas zu leisten. Ja. Also ich habe jetzt das Privileg, ich konnte mir einiges beiseite legen und kann davon auch eine gewisse Zeit so leben, aber auch nur, weil ich mich wirklich minimalisiert habe. Ich brauche nicht mehr als 700 Euro im Monat. Ja. Ja, genau. Das ist es. Also es kommt immer darauf an, wie man natürlich, auch vor allen Dingen, es zählt ja die innere Einstellung, die innere Wertigkeit und nicht das Äußere. Das sehen oft die Leute dann auch immer anders. Ne? Und jeder hat natürlich auch seinen anderen Blick, einen anderen Blick auf das Ganze. Aber ich weiß, dass du ganz am Anfang auch, ich habe das Video nicht ganz zu Ende gesehen, ich weiß, Deutschland, ich lebe ja in Dänemark, man hat in verschiedenen Ländern ja auch verschiedene Hindernisse zu bewältigen. Ich weiß, wie es in Dänemark abläuft und ich weiß auch, wie es in Deutschland ist. Hattest du denn da Probleme gehabt, dich da abzumelden? Weil ich weiß es, wenn man sich in Deutschland abmeldet, ich habe ja auch meinen Personalausweis, ich habe hinten dann eben den Aufkleber drauf geklebt bekommen. Also ich lebe nicht mehr in Deutschland, ne, bist praktisch wie ausgestempelt, aber ich musste angeben, wo ich hinziehe. Okay. War das bei dir auch so? Es war sehr einfach sogar. Also ich war da sehr positiv überrascht vom Amt, vom Einwohnermeldeamt. Also ich war schon auf der Reise und dann habe ich mich entschieden, mich abzumelden. Sonst wäre ich nicht aus der Krankenkasse gekommen. Mhm. Mhm. Ich wollte die nämlich eigentlich, ich hatte eine private Krankenversicherung und ich wollte die pausieren, also quasi auf Anwartschaft setzen. Ja. Aber auf einmal ist es nicht mehr möglich. Ja, zu gewissen Zeiten haben sie sich dann irgendwie anders das überlegt. Und ich hatte ja keinen Arbeitgeber. Ich habe mich auch nicht arbeitslos gemeldet. Geht ja auch nicht als Beamter. Mhm. Ich hätte Hartz IV beantragen können oder so. Keine Ahnung. Nee, das geht als Beamter gar nicht. Da hast du noch mehr Hürden. Also ich hatte ein gemeinnütziges oder habe es immer noch, das ist in Liquidation, gemeinnütziges Unternehmen und da ist es, man hat da so Herausforderungen, ne, die einem dann auch die, ja. Ist auch egal. Also genau. Ich wollte dann auf Reisen gehen, bis das alles erledigt ist mit der Arbeit und so, weil ich da ja noch gegen vorgehen wollte, gegen die Kündigung. Und ich wollte ja nirgendwo anders hin. Ich wollte auch nicht aus der privaten Krankenversicherung raus, weil ich hatte dann noch größere, also ich hatte gerade erst frisch 2 Implantate gesetzt bekommen und da fehlten dann noch die Kronen. Ne? Ah, okay. Das steht mir auch also jedenfalls am Ende der Geschichte, sage ich mal jetzt, um abzukürzen, ich musste die Krankenversicherung kündigen, weil ich konnte sie nicht auf Anwartschaft setzen. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann melde ich mich jetzt auch ab. Und so wurde ich geführt und habe dann da eine E-Mail geschrieben. Und dann hat sie noch gefragt, ja, wohin? Und dann meinte ich, ich bin ein Reisender. Ich lebe im Camper jetzt. Mhm. Und ich bin in verschiedenen Ländern. Und dann hat sie gesagt, ja, dann schreibe ich im Ausland unbekannt. Genau. Ja.
Also ich habe vorher auch gelesen, dass das gar nicht so einfach ist. Man muss irgendein Land angeben. Aber dann Ja, war es so war es bei mir jetzt oder bei uns, genau. Ich bin ja mit meinen Eltern ausgewandert, die haben wir gepflegt und die haben wir mitgenommen. Es war auch eine Herausforderung, aber ja, das erzähle ich mal in einem anderen Video. Genau. Und durch die Abmeldung konnte ich mich dann auch von der Krankenkasse abmelden, ne? Und sonst wäre ich arm geworden, ne? Dann hätte ich den doppelten Anteil, den Arbeitgeberanteil quasi auch noch tragen müssen. Und ja, also dann hätte ich 800 € im Monat bezahlt. Und das wollte ich dann auch nicht. So ist das. Genau, aber ich meine, wie gesagt, die meisten Zuschauer haben wir ja eben aus Deutschland oder aus dem deutschsprachigen Raum, sag ich mal. Wir sind ja alle ansässig, irgendwo, wie ich ja auch. Und deswegen, viele Leute interessiert es natürlich auch, wie man halt natürlich auch als Reisender lebt. Ne? Oder genau, also, weil wenn du hast ja jetzt zum Beispiel. Also, wenn man älter ist, macht man sich ja auch Gedanken um seine Gesundheit oder wie wenn du jetzt zum Zahnarzt musst, dann ist es ja so, also in Dänemark ist es auch so, wir müssen alles selber bezahlen. Also nicht alles, also krankenversichert ist man über den Staat. Automatisch, wenn du hier lebst, bist du automatisch staatlich krankenversichert. Da gibt es keine Krankenversicherung, das gibt es nicht. Deswegen ist das auch immer schwierig. Die Deutschen verstehen das in Dänemark nicht, die Dänen verstehen unsere Deutschen nicht und so weiter. Ne? Ist ein bisschen schwierig. Und alles, was mit Zahnbehandlung ist, müssen wir alles bezahlen hier. Okay. Das Ja, also ich ist ja finde das überall eigentlich so sogar besser. im Ausland. Ne? Musst du alles Eigentlich selber ist das auch bezahlen. besser, weil Ja. ja, nee, ich möchte gar nicht da so zu viel lästern über das System. Ich will nur Jeder hat erzählen, ich hatte ja, ich brauche diese Krankenversicherung sowieso nicht. Ich kümmere mich um meine Gesundheit selbstverantwortlich Ja. und habe auch einige Sachen selbst schon heilen können oder in Heilung bringen können, die die Schulmedizin ja nicht heilen konnte, sondern einfach nur immer Symptome behandeln. Und ja, ich kümmere mich selbst um meine Gesundheit. Alles, sage ich mal, außer bis zu einem großen Unfall kann ich selber mir auch leisten, wenn ich mir einen Arm breche oder so, das kann ich auch selber bezahlen. Alle 3 Monate könnte ich mir wahrscheinlich einen Arm brechen, sage ich mal, von den Kosten, die ich sonst hätte tragen müssen bei der Krankenversicherung. Genau, ja, so ist das. Oder Implantate und so, ne? Alle 3 Monate kann ich mir einen neuen Zahnersatz leisten. Im Ausland ist das sowieso günstiger auch noch. Wenn du in die Türkei gehst, hast du ein Zehntel des Preises oder in Albanien. Und genauso gut. Ja, also die können genauso gut arbeiten. Ja, die Deutschen denken, die sind immer die Besten, aber das ist etwas überheblich, muss ich sagen. Oh, ja. Genau, das ist es nämlich. Wie gesagt, wenn man in einem anderen, ich habe auch schon in England gelebt und in Irland gelebt und wie gesagt, jetzt in Dänemark, habe da schon einiges auch mitbekommen. Und ja, was soll man dazu sagen? Ne? Das ist ein eigenes Thema und jeder macht ja seine eigenen Erfahrungen, hat seine eigenen Herausforderungen. Es ist überall. Es ist in jedem Land anders. So ist es einfach. In Deutschland ist es anders. In Dänemark ist es anders. Jedes Land hat Vorteile und Nachteile. So ist es einfach. Aber Nachteile macht man, die macht man sich ja selber. Also, ich locker bleiben. Ne? Also, ich bin eigentlich hier, ich wohne ja in dem glücklichsten Land auf der Welt. So sagen die das. Oder in Europa, wie auch immer. Und man spürt das halt hier auch, sobald man über die Grenze fährt. Ich wohne ja grenznah. 10 Kilometer von der Grenze entfernt, direkt zwischen, sag mal, Nord- und Ostsee. Und sobald wir hier über die Grenze fahren, nach Deutschland zum Einkaufen und dann wieder zurück nach Hause, nach Dänemark, merkst du, hier ist Entspannung pur, die Leute sind anders, obwohl es nur ein paar Kilometer sind, aber du merkst es total. Und es ist im Süden halt auch so, denke ich, oder? In Griechenland sind die Leute auch lockerer. Also ja, was Regeln angeht vor allem, ne? Also das ist mir vor allem in der Türkei aufgefallen. Da gibt es keine richtigen Verkehrsregeln. Also bei
In der Stadt sogar laufen die Leute über Rot, über die Ampel, wenn kein Auto kommt oder wenn wenig Verkehr ist. Ja, die können das ganz gut einschätzen. Selbst mit Kinderwagen laufen die noch über Rot. Ja. In der Dunkelheit auch noch. Da war ich schon überrascht. Aber ja, da guckt keiner so und meckert hier. Hey, du bist jetzt über Rot über die Straße gelaufen oder so. Das interessiert keinen. Ja, ist auch so. Oder wenn die hupen dich höchstens noch an, vielleicht, damit du über Rot läufst oder fährst. Ja, ich habe, da fragt jemand, musst du irgendwie Strand- oder Standgebühren für einen Camper oder für deinen Wagen bezahlen? Aber also bei uns gibt es es auch hier nicht in Dänemark. Also, Ich glaube, da ist es auch nicht so wirklich ich ernst. bin ja schon komplett durch ganz Europa gereist, also sage ich mal, Mittelmeerländer habe ich schon durch mit dem Camper und ich habe, ja, also seitdem ich so lebe, also im Urlaub habe ich noch Campingplatz aufgesucht oder so, ne? Weil man ja dann nur zu gewissen Zeiten, wenn die Saison ist, auch Urlaub macht, weil es dann wärmer ist und so. Weil man hat ja nur 30 Tage Urlaub im Jahr, da fährt man nicht im Winter, dann ist es auch noch kühl. Aber dadurch, dass ich ja frei außerhalb der Saison meistens, ne, in diesen Ländern ja unterwegs bin, ist ja nichts los. Und dann kann man auch überall stehen ohne Probleme. Auch wenn es verboten ist, also da kommt keiner. Das wird auch geduldet. Es kommt darauf an, auf das Land, aber ich stelle mich nicht immer so dekadent irgendwo hin. Ne? Also meistens bin ich ja sehr abgelegen irgendwo außerhalb von den Städten oder Ortschaften in der Natur und das interessiert dann auch keinen. Ich stelle mich nicht direkt vor den Campingplatz oder so. Und hier auf Kreta gibt es auch keine, also kaum welche. Ja, Hier und in vielen Ländern Griechenland. gibt es das gar nicht. Ja, ich habe das auch. Ich habe Sardinien, wollte ich mal hin. Da habe ich gesehen, okay, da gibt es noch was. Aber zum Beispiel Mallorca. Ich habe gedacht, oh, ich fahre mal mit einem Camper oder mit einem Wohnwagen nach Mallorca. Da gibt es nichts, darfst du auch nicht. Die wollen das Ja. nicht. Auf Mallorca kannst du vergessen, da darfst du nicht campen. Gibt es auch keine Campingplätze oder sonst irgendwas. Da gibt es jetzt mal große Finken, so privat, wo du mal da stehen darfst, klar. Aber ansonsten öffentlich, oh je, da ist richtig teuer. Kannst du vergessen. Also das geht nicht. Also ich habe jetzt quasi in der ganzen Zeit, seitdem ich ausgestiegen bin aus dem System oder aus dem konventionellen Leben, kein Mal für Übernachtung bezahlt und wurde nur einmal nachts von der Polizei aufgeweckt, Mitternacht in Mittenwald. Okay. Mittenwald, genau. Das ist im ganz im Süden Deutschland, Ja. touristischer Ja. bayerischer Ort, so in den Alpen, direkt an der österreichischen Grenze. Da wurde ich mal weitergeschickt. Angeblich wäre es da verboten gewesen, mit dem Camper zu stehen oder so. Meinte der Polizist. Ich war mir ziemlich sicher, dass da noch nicht mal so ein Schild da war, dass man das. Manchmal gibt es ja so Verbotsschilder. Aber ich habe nicht diskutiert, ich habe dann gesagt, ja, ich fahre weiter. Der war sogar so nett und hat mir zwei Alternativen genannt, wo ich mich hinstellen durfte. Ja, Da gab es noch freundlich. einen, ich kann das auch verstehen, da gab es in Mittenwald auch einen Stellplatz für 10 Euro für die Nacht. Kannst du dann quasi durch eine Schranke fahren. Das ist wie so ein Parkplatz. Nur, Ja, dass du bewacht dann, oder was? ja, Ja. nee, sondern ja, vielleicht mit der Kamera oder so. Aber man konnte da, hatte da Stromanschluss. Musste man aber auch extra zahlen, ne? Aber man hätte so sanitäre Anlagen nutzen können und sowas. Ach so, Aber aber Stromanschluss. Wie ist denn das bei dir gelöst? Hast du irgendwie Solar auf dem Dach oder hast du eine Solaranlage? also ich habe, ja, ich sag mal so, ich habe eine kleine Paneele, also so eine mobile, für meine mobilen Geräte. Reicht das? Wenn ich jetzt länger irgendwo stehe,
Also für den Camper selber habe ich keine Solaranlage. Ich bin irgendwie nicht mehr dazu gekommen, weil man braucht echt Vorlaufzeit für den Termin. Und ich habe dann auch dann festgestellt, ich brauche auch keine als Reisender, weil ich immer weiterfahre, dann lädt sich die Batterie auf durchs Fahren. Nur wenn ich campe, sage ich mal, ich bin ja kein Camper. Also ich bin ein Reisender, deshalb ich bleibe selten so länger als eine Woche an einem Platz oder so. Ja. Also ich Es fahre ist ja immer auch, stetig ein bisschen. ja, Slow, ich habe, slow traveling. wie ist denn das? Ich weiß, dass das zum Beispiel, wenn man längere Zeit in einem Land verweilt, sagen die zum Beispiel nach 6 Monaten, ne, dass du dich dann irgendwo anmelden musst oder so. Ist es da auch so? Oder, aber du bist ja unterwegs, das zählt dann da nicht, ne? Also in der EU ist es, glaube ich, also ehrlich gesagt, ich kümmere mich gar nicht um Regeln. Das, ehrlich, ich weiß es gar nicht. Ich habe das auch erfahren. Man hört ja immer, ne? So. Und bis ich das gehört habe, war ich frei. Und es gab kein Problem. Also ich war 8 Monate zum Beispiel letztes Jahr in Griechenland, 4 Monate Peloponnes und 4 Monate Kreta. Und eigentlich darf man nur 6 Monate mit dem Auto hier sein. Da muss man den Wagen hier anmelden. Und Genau, das meinte griechisch. ich. Ja, genau, Ja. das meinte ich, das war das, ja. Quasi muss man den Wagen ein, also Zoll zahlen, ne? Einfuhr. Ja, ist So. so. Und bei meinem Camper wäre das schon einiges, was ich dann zahlen müsste. Und eine griechische Plakette, obwohl, ja, und dann will ich ja dann eigentlich noch weiterreisen in andere Länder. Also ich hatte kein Problem mit Ausreise und später nach 8 Monaten. Ich habe nur gehört, wenn man kontrolliert wird von der Polizei, dann kann es teuer werden. Ja, gut, dass ich nicht wusste. Nee, aber wie gesagt, das sind halt so Gedanken, die macht man sich so als Normaler, weil, wie gesagt, ich kenne das ja auch vom Auswandern her. Es hat, haben da auch jetzt welche in den Kommentaren geschrieben im Auswandern. Da kann ich auch gerne noch mal ein Video drüber machen, auch wie ich ausgewandert bin jetzt mit meinen Eltern, weil das auch noch mal eine ganz andere Herausforderung ist. Das mache ich extra noch mal. Aber ja, das interessiert mich halt, wie gesagt, weil ich kenne das ja auch vom Auswandern beziehungsweise Abmelden von Deutschland, was man da halt so für Herausforderungen hat. Und ich bin ja immer noch verbunden mit Deutschland durch mein Unternehmen, was aber jetzt ja auch, was ich jetzt auch eigentlich schließen möchte bis spätestens Ende des Jahres, damit ich da auch abschließen kann dann mal, ne? Weil Ja. ich, so ist man immer noch. Ich weiß, ich meine, klar, ich, weißt du, man geht einkaufen nach Deutschland, weil man kennt die Produkte. Ich bin halt Vegetarier und hier in Dänemark gibt es zum Beispiel gar kaum vegetarische Produkte. Man ist halt so an viele Sachen so gewöhnt. Man ist so ein Gewohnheitstier, gerade wenn man so ein bisschen älter ist. Und ich weiß nicht, wie es euch, liebe Zuschauer, geht, aber ja, ich. Man ist schon echt, man muss gucken, dass man aus der Gewohnheitsschiene so ein bisschen rauskommt, oder Adel? Also, ich weiß nicht. Ja. Also ich bin so geführt worden. Also alles, was passiert ist, ne, ist genau richtig gewesen. Dass ich von dem Job gekündigt wurde, dass ich dann mich abmelden musste, dass ich dann hier gelandet bin, sage ich mal, oder dass ich Veganer geworden bin. Also es war nicht freiwillig. Ich bin ja schlank. Ich kann alles essen. Werd nicht dick. Also ja. Und allerdings habe ich Schuppenflechte an den Händen. Das ist genetisch, ja, vererbt wohl oder ist eine Autoimmunkrankheit. Und der Sagen Hautarzt hat gesagt, die Ärzte, ne? ja. Sagen die Ärzte. Also der Hautarzt hat dann gesagt, es ist so genetisch vererbt und ist nicht heilbar. Und hat mir immer Kortisonsalbe verschrieben. Ja, klar. Sechs Ist ja auch Jahre. nicht ihr Verdienst, ne? Die Kortisonsalbe. Ja. Irgendwann wurde es so schlimm, ich konnte nichts mehr anfassen. Die Haut war rissig, rot, blau, lila. Also die Haut war fast nicht mehr da. Immer wieder aufgekratzt und das hat gejuckt ohne Ende. Also es war wirklich so schlimm, dass, und die Kortisonsalbe hat auch nicht mehr gewirkt.
So, und dann habe ich quasi meine Gesundheit selbst in die Hände genommen, indem ich dann selbst recherchiert habe, was kann man dagegen machen. Und dann habe ich erstmal alles, glücklicherweise hatte ich einen Freund, der Veganer war, und der hat gesagt, probier doch mal vegan. Ja, ich habe das immer belächelt und ich brauchte Fleisch, ich brauche Fleisch, ne, um kräftig zu sein und stark, ne, und Proteine, ne, Muskelaufbau und so. Und Milchprodukte braucht man dann auch und Protein, also Pulver, ja, wenn man Krafttraining macht und so. Ich war auch zu der Zeit auch viel klettern in der Kletterhalle und dann richtig, ne. Und ich wollte ja Masse aufbauen auch, ne. Ich bin so ein schlanker Typ. Aber irgendwann habe ich dann festgestellt, ja, ich habe das dann alles mal weggelassen, außer die Milchprodukte. Ich habe gedacht, ja, okay, probiere ich mal. Fleisch weg, Zucker weg, Alkohol weg, Kaffee weg, schlechte Fette weg, also keine Pommes mehr und sowas, keine Chips, keine Schokolade. Und auf einmal hat sich die Haut regeneriert. Ja. Okay. Und dann habe ich dann habe ich ausprobiert. Habe dann wieder Alkohol getrunken. Ja, war noch okay. Und so kam ich dann nach und nach. Ah, habe ich Fleisch gegessen. 2 Tage später kam ein Pöckchen und es hat gejuckt und die Haut ging ab. Und okay, dann habe ich verschiedene Fleischsorten probiert, aber es war immer das Gleiche. Egal welches. Fleisch, Fisch, egal was. Und dann kam es aber trotzdem irgendwann wieder. Und dann habe ich festgestellt, Zucker, vor allem weißer Zucker, ist ganz schlimm. Ja. Und deshalb bin ich so dankbar. Mein Körper hat mir gezeigt, was für mich gut ist, ne? Und was nicht so gut ist. Mhm. Und also alle verarbeiteten Zucker ist egal. Rohrzucker oder wie es sich auch nennt, ist auch schlecht. Agavendicksaft, auch schlecht. Ja? Honig geht und Trockenfrüchte. So. Ja, aber Honig ist wieder nicht vegan, ne? Ja. Ja, das ist ein Produkt der Tiere, also hergestellt durch die Tiere. Ja. Also ich bin da jetzt auch nicht so, ne? Also ich gucke, was ich vertrage. Richtig, und das, ne? Was einem gut tut. Ja. Ich kann jetzt nicht auf alles nämlich verzichten. Ne? Ja. Obwohl ich eine Zeit lang wirklich ein Jahr lang keinen Zucker zu mir genommen. Mhm. Und dann habe ich dann festgestellt, irgendwann kam es dann doch wieder. Und dann kam ich auf die Milchprodukte. Als Vegetarier isst man nämlich viel mehr Milchprodukte als Nicht-Vegetarier. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe eine Laktoseintoleranz. Ja, und dadurch ist mein Darm noch mehr beeinträchtigt worden. Und so war ich auf einmal viel sensibler noch, wenn ich Zucker zu mir genommen habe, aus Versehen, ne, über Ketchup zum Beispiel, wo man keinen Zucker annimmt. Ja, da ist aber ziemlich viel schlechter Zucker drin. Und dann, und so wurde ich halt dahin geführt, vegan zu leben. Also ich habe dann auch Darmreinigung und alles hinter mir. Blasenreinigung, Leberreinigung. Und das gehört noch dazu, ne? Ja. Und wie kochst du? Kochst du mit Gas? Ja. Also Gas komme ich mit einer 11-Kilo-Flasche ein halbes Jahr aus für 11 Euro. Oh. Also das ist auch noch so ein Augenöffner. Ja. Ja, in unserem System ist es üblich, irgendwie alles auf Strom zu machen, mit Ceranfeld, total ineffektiv. Das heizt noch eine halbe Stunde nach, ja, wenn du es ausgeschaltet hast. Ja. Oder es braucht erstmal lange, bis es warm wird. Ja. Und ja, insgesamt, also wenn ich mit Gas koche, ist mein Wasser genauso schnell, wenn ich Tee mache, ne? Also das Wasser für Tee koche, ist das genauso schnell am Kochen wie so ein Koch. Ja, du stellst es an, es geht schnell und du Wasserkocher. Stellst es weg. Genau, also so ein elektrischer Wasserkocher, da machst du immer nämlich doppelt so viel Wasser rein, als du brauchst. Ja, und das heizt du alles immer mit. Ja, genau.
Genau. Ja, das ist, wenn man das halt mal hatte, also wir hatten das in den vorhergehenden Wohnungen, wo wir gewohnt hatten, haben wir auch Gasherd gehabt. Das war für mich erst eine ganz komische Umstellung, weil du hast ja praktisch wie offenes Feuer in der Küche, ne? Und es ist natürlich auch schon eine andere Wärme, wenn du im Sommer kochst, dann heizt sich natürlich die Küche auch gleich auf, muss man sagen. Du hast also sozusagen Heizung und Kochen auch gleich mit dazu, ne? So ist es halt. Es ist auch gleich tuschlich warm da, wenn du dir was kochst. Da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Ich war halt so ein bisschen zurückhaltend, aber alles gut. Ich fand es dann zum Schluss richtig super und es war eine ganz komische Umstellung, wieder Elektro zu kochen. Na, so wie du gesagt Und ja, hast. was mir auch aufgefallen ist, also ich habe 70 Liter Wassertank, ne? Und damit gehe ich auch sparsam um, weil man kriegt nicht immer an jeder Ecke Wasser. Da muss man extra dann dahin fahren. Da habe ich auch keine Lust, manchmal extra dahin zu fahren. Deshalb gehe ich insgesamt auch sparsamer mit meinem Frischwasser um. Und ich trinke das auch hauptsächlich, weil ich ja Quellwasser tanke. Ja? Also an der Schlucht, ja, da gibt es dann frei Wasser aus dem Wasserhahn und dann trinke ich das hauptsächlich und ich gehe auch ganz, ganz sparsam beim Spülen um damit oder ich spüle nicht ständig meine Teller, die benutze ich öfters, ne? Oder die Pfanne oder so. Also man geht ganz anders mit Ressourcen um und ich würde auch nicht meine Toilette mit Quellwasser oder so wegspülen, also Machen wir auch nicht. ausspülen. Ich nehme Putzwasser, wir nehmen unser vom Dach unser Wasser. Wir haben eine große, ne, nicht Zisterne, aber so ein Auffangbehälter draußen mit 300 Liter oder noch mehr, keine Ahnung. Und das nutzen wir auch für alles Mögliche, weil also wir selber haben schon immer mit wenig auskommen müssen und hatten noch nie viel Geld. Deswegen wissen wir das jetzt momentan ja auch zu schätzen. Das haben uns die Eltern ermöglicht, deswegen haben wir die auch mitgenommen, weil es ging halt nicht anders. Und da sind wir sehr glücklich drüber. Und vorher, wie gesagt, wir mussten immer mit 500 € auskommen. Und seitdem Corona kam, ne, wie gesagt, ich spreche auch nicht gerne über das Thema, aber da wurde alles so teuer und es hat sich alles verdoppelt. Man konnte sich überhaupt gar nichts mehr leisten. Und ja, es ist wirklich schwierig, aber man lernt halt wirklich mit wenig zurechtzukommen. Und es ist, wenn mal eine Krise ist oder so, also wir hatten auch keine Probleme, da zu Hause zu sein. Und wir konnten auch mit uns selber sind gut klargekommen, weil das war ja auch die große Herausforderung für viele Menschen gewesen, in der Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen, mal. Ne, wo dazu war, da die 6 Wochen oder 8 Wochen, wo ja alles geschlossen war, da mussten die Leute erstmal alle mit sich selber zurechtkommen. Warst du eigentlich schon immer so spirituell oder kam das jetzt erst durchs Aussteigen? Also ich sag mal so, wir sind ja alle spirituell, Ja, ne? aber ich Nur bewusster zu leben. entweder unbewusst oder bewusst spirituell. Genau. Ich bin seitdem, ich sag mal, also vor 7 Jahren ungefähr, wurde ich be bewusst spirituell, wo ich mich dann, ja, wo ich auch so geführt wurde, ne? Also dann bin ich komplett in die Transformation gegangen. Ich war Gab vorher es ein einen ganz anderer Mensch. Schlüsselmoment? Gab es da Wie? irgendeinen Schlüsselmoment? Eine Krankheit? Man sagt ja immer so, Krankheit als Weg Ja. oder irgendwie sowas. Gab es da Also sowas? es gab echt einen Schlüsselmoment. Es fing nämlich damit an, vorher, ungefähr ein Jahr vorher, habe ich meine Ernährung umgestellt, nämlich vegan. Und damit bin ich auf einmal bewusst geworden. Mein Körper hat sich verändert, mein Bewusstsein hat sich verändert. Und im Nachhinein, wenn ich das so rückschauend betrachte, ist das ja auch logisch, weil der Körper, alle Zellen verändern sich ja alle oder erneuern sich alle 7 Jahre, sagt man. Und man isst, was man isst, ne? Ganz klar. Und ja. Und somit habe ich mich auch verändert, weil ich ja auf einmal meine Ernährung ja ganz, ich habe ganz andere Sachen zu mir genommen. Und somit habe ich mich verändert.
Ja. Ja, ist auch. Ich ernähre mich hauptsächlich jetzt so, sage ich mal, mit lebendiger Nahrung, sage ich gerne. Hochschwingender Nahrung. Und dann ist es ja auch logisch, dass ich auch dann immer höher schwinge Ja. und dann auch bewusster werde. Ja, genau. Und wie hast du, darf ich fragen, wie alt das du bist? Sagst du es? Ja, jetzt hast du schon gefragt. Nee, ist kein Geheimnis. Also, was schätzt du denn? Weißt du das noch nicht? Nee, ich Ich weiß habe es nämlich schon nicht. mal gesagt. Also ich kann schlecht schätzen, aber ich schätze dich so auf, ich würde sagen, 44. Wow, nicht schlecht. Okay. Jetzt bin ich fast enttäuscht, weil ich werde immer so 5 bis 10 Jahre jünger geschätzt. Also, ich bin 45, aber ich werde jetzt im Sommer werde ich 46. Gehe ich schon auf die 50 zu. Hast du, wann hast du denn Geburtstag? 24/7 kann man sich gut merken. Ah, 24.7. okay. Was bist du für ein Sternzeichen? Also ich bin da gerade in Löwe reingerutscht. Okay. Von Krebs in Löwe, ne? Krebs ist ja noch Wollte auch bis sagen, zum ich bin Krebs, ne? Ich bin 23. Ende Juni. Ach, Ah. Grüße, ne? Nach Bremen zu Carina, ne? Wir haben ja auch die Richtung Geburtstag am 21., glaube ich, Geburtstag, 6., genau. Ja, genau. Ja, Dani, ich will gerade mal schnell meine Leute oder die Leute im Live-Chat grüßen. Einmal Bibi, ne, die ist ganz fest am Schreiben. Dani ist dabei, kennt ihr euch ja auch, ne, aus Ja, Österreich. hallo Und Walli, Daniel, ja. schöne Grüße von Walli Ja, aus der ist Schweiz. Aber ich Wally glaube, auch da? Walli ist auch da, genau, Oh, ja. grüß dich. Ja, und genau. Das waren sie jetzt, glaube ich, soweit. Ne? Sind alle fest am Schreiben. Deswegen gucke ich ab und zu mal da in den Chat und schreibe was rein. Dann ja, gibt es dann Fragen vom Chat? ja, mein Mann ist auch da, sage ich gerade, weil er fand das schon mal toll, dass du mit Gitarre angefangen hast, weil er spielt Okay. auch Gitarre und schreibt nämlich Lieder. Okay. Ja, also ich habe eigentlich relativ dich viel schon gefragt. Ich gucke gerade noch mal. Ach so, Bibi fragt noch, was verstehst du denn unter lebendiger Nahrung? Also nicht Tier, Ach so. Fisch oder so, nee, das nicht, sondern natürliche, wie Ja. jetzt Äpfel oder sowas meinst du, was aus der Natur kommt. Ja, also lebendig ist quasi, was uns Mutter Erde schenkt, quasi, was so wächst, ne? Was Was jetzt gerade wächst? aktuell wächst. Ja, was man nicht töten muss, ne? Aber eigentlich töten wir ja alles, ne? Also ich meine, wenn wir einen Apfel essen, ist er auch irgendwann. Ja, also das ist ein Argument, das stimmt nicht, weil wenn du den Apfel gepflückt hast, dann lebt er immer noch. Die Zellen Ja, leben. Das sind Kristalle drin, genau wie beim Quellwasser, ne? genau, das Und meine ich. aber es sei denn, du lässt den Apfel ein Jahr liegen, dann lebt da, glaube ich, auch nichts mehr drin. Dann ist er verwelkt. Dann würde ich Aber auch nicht mehr essen. man kann da draus, glaube ich, gut Apfelessig machen. Ich beschäftige mich jetzt, seitdem wir hier in Dänemark sind, mehr auch so mit Sauerkraut selber machen und fermentieren und so weiter. Da habe ich eine Freundin, hier eine Frau kennengelernt, die ist super, die kommt aus dem ehemaligen, ich glaube, Tschechien oder so. Ich will jetzt da gar nichts falsch sagen. Und die kennt sich da super drin aus und wir treffen uns dann öfters mal. Das habe ich mich vorher überhaupt nicht darum gekümmert. Also ich war auch sehr, ich habe immer gedacht, ich lebe bewusst, aber nee, also jetzt seitdem wir hier in Dänemark sind, ist das schon anders, muss ich Also sagen. wir werden ja so erzogen, ne? Ja, genau. Im Supermarkt einzukaufen, das verpackte Zeug und so, weil es schneller geht, weil wir haben auch Stress, weil wir arbeiten müssen, ne? Und mit Überstunden und so, dann hast du keine Lust, noch groß zu kochen oder so. Und also ich esse eigentlich nur das, was so wächst halt, ne? Nichts Ja. Verpacktes, also fast kaum verpackte Sachen oder verarbeitete Sachen.
Und dann weiß ich auch, was drin ist. Ne? Ja, dann, genau. Also das muss ich, das bemerke ich zum Beispiel jetzt hier in Dänemark. Das sind leider viele Sachen in Plastik verpackt, zum Beispiel wie Gurken. Das kennt man sogar von uns noch früher, dass die einzeln verpackt sind. Was lustig ist, du musst hier die Sachen alle einzeln kaufen. Also ich bezahle, wenn ich eine Banane kaufe, die einzeln, die werden nicht abgewogen, sondern in Stück werden die verkauft. Ja, sind halt so lustige Dinge, die halt in anderen Ländern anders sind. Finde ich total sympathisch. Ja, und hier wirst du auch noch gefragt. Ich meine, ich kann kein Dänisch. Ne? Das ist echt eine wahnsinnig schwierige Sprache. Und mit dem Alter fällt einem das halt auch immer wieder schwieriger, eine neue Sprache zu lernen. Wie machst du das überhaupt? Wie kommst du da zurecht? So? Also ich mag, also als Kind oder als Schüler mochte ich sehr gerne Sprachen. Ich war auch sehr gut. Ne? Also Sprachen und Mathe und Naturwissenschaften waren so meine besten Fächer mit Kunst. Und Religion. also obwohl ich Zeit hätte, eine Sprache zu lernen, mache ich es nicht. Weil man kommt mit Englisch halt überall super zurecht. Ja. Und dann reicht das eigentlich. Und Griechisch ist auch mega schwer. Also die Schrift erstmal. Und ja. Also es ist für mich Zeitverschwendung. Ich achte sehr mittlerweile auf meine Zeit. Ja. Und wenn es nicht unbedingt nötig ist, dann mache ich es nicht. Klar, wenn ich irgendwo wirklich mich niederlasse und weiß, ich bleibe da und wohne da fest, dann würde ich die Sprache auch lernen. Aber sonst nicht. Ich bin ein Reisender. Ja. Und kann ich jede Sprache lernen in Europa. Ich kann ein bisschen Spanisch, ich kann Französisch. Hast du schon einen Plan, wo du als nächstes hin möchtest? Oder willst du da jetzt erstmal bleiben in Griechenland? Also bei mir ist es ja so, ich habe keinen Plan, ne? So wie mein Motto. Genau. Ist dein Plan, ist kein also, Plan. Zum groben Plan habe ich immer, ne? Dann, ich sage dann so, boah, im Sommer, nee. Das ist mir dann zu heiß oder zu voll vielleicht. Dann reise ich in den Norden und im Süden. Kommst du mir? Also im Winter fahre ich wieder in den Süden. So, ne? Ja. Ich bin Nomade. Also ich kann es mir ja aussuchen. Ich habe vier Räder, vier Reifen. Und wäre zu schade, wenn der Wagen irgendwo nur stehen würde. Und genau. Es gibt so viel. Ich habe auch mal irgendwie gesehen, du hattest auch mal, bei dir ist eingebrochen worden im Camper. Nee. Wie kommst du darauf? Ich dachte, ich habe bei deinen Videos mal durchgescrollt und hatte irgendwie was gelesen. Oder war das beim Bekannten? Nee. Das war von einem anderen Camper. Hatte ich davon erzählt. So Probleme, die es so auch geben kann, ne? Wenn man mit dem Camper unterwegs ist. Hatte ich erzählt, ja, und das da ist tatsächlich jemand eingebrochen, aber haben die frühzeitig bemerkt und dann ist er weggelaufen. Mhm. Ja. Also kommt auch vor. Ja, aber ich bin da verschont. Kommt ja auch die Anstellung drauf an, so ein bisschen. Ne? Also ich finde, wenn man da Angst hat, also ich finde mit Angst losfahren, das ist mal ganz verkehrt. Also einfach, so wie du es auch gemacht hast, einfach los und also ich achte schon darauf, dass ich nicht an irgendwelchen dunklen Ecken meinen Camper abstelle, vor allem in Städten oder Großstädten oder so. Mhm. Oder ich lese, zum Beispiel habe ich eine App, wo man auch frei stehen kann und dann Leute dann das auch bewerten und dann, wenn da irgendwie steht, ja, hier wurde mal eingebrochen, dann stelle ich mich da auf keinen Fall hin. Ne? Ah, okay. Mhm. Also da lasse ich meinen Camper nicht alleine stehen. Mhm. Obwohl ich habe das Glück auch, wenn ich in Städten bin, also ich meide eigentlich Städte, weil ich Hunde habe. Ich laufe nicht gerne mit zwei Hunden an der Leine durch eine Stadt. Da fühle ich mich irgendwie fehl am Platz. Muss ich auch nicht, was soll ich da? Ja. Aus Essen oder so? Ich habe ja alles. ich lasse doch meine Hunde nicht auf mich warten, weil ich irgendwo aus Essen möchte oder so. Nee, also meine Hunde, wenn ich zum Beispiel irgendwas besuchen will, wie eine antike Stätte, das habe ich in der Türkei viel gemacht, dann habe ich die Hunde im Camper gelassen
und mit Fenster auf und so oder Luke. Es war ja auch noch nicht so warm, im Winter halt. Und dann geht das. Und die Hunde passen dann auch auf den Camper auf. Das ist das Gute Ja, das dabei. glaube ich. Ja, das ist Die super. müssen ja nicht immer Aber dabei du sein. hattest am Anfang ja nur einen Hund. Du hattest nicht schon immer zwei Hunde, oder? Ja, ich hatte einen. Ich wollte eigentlich gar keinen. Dann Okay. hatte ich einen. Und dann auf der Reise quasi habe ich dann noch einen aufgenommen, weil, ja, mein Hund hat sich sehr gut mit dem verstanden und der Hund, der hätte wahrscheinlich den Winter nicht in Montenegro überlebt, weil der war noch sehr jung und ängstlich und abgemagert. Ja, die Montenegriner, die laufen mit langen Stöcken rum, weil sie Angst haben vor Hunden, dann verjagen die die. Okay. Und ja, nicht alle, ne? Aber ja. Ja, das ist halt, wie Und gesagt, andere Länder, andere Sitten. Und wie gesagt, da dürfen wir ja gar keine Urteile bilden uns darüber, weil das ist halt einfach so, ne? Und ja, genau. Aber das ist schön. Und deswegen hast du jetzt zwei Hunde. Also das sind Seelenbrüder. Das sollte auch genauso sein. Es ist alles, also ich habe das Gefühl, es ist alles schon festgelegt. Wir haben gar keinen freien Willen, denke ich manchmal. Haben wir ja Also schon da mal möchte gestern ich dich, so ein bisschen vorgesprochen, ne? Genau. ja, da möchte ich dich ja gerne mal demnächst bei mir einladen zum Interview. Gerne. Sehr Weil gerne, du bist ja. ja da kannst du einiges von erzählen, weil du kannst Seelenpläne quasi von Menschen lesen, ne? Ja, mir werden die Sachen gezeigt über Gefühle und Bilder. Genau. Okay. Also ich habe seit meiner Kindheit ja Wahr- oder Prophetieträume, wie man das so nennen mag. Und ja, noch ein paar andere Gaben, die man so mitbekommen hat, die sich bei mir halt mehr gezeigt haben, vielleicht als manche andere. Ich lebe sehr intuitiv. Das habe ich schon eben von Kind an nicht gelernt bekommen, aber halt mitbekommen. Und bei mir hat sich das auch nie verwachsen, meine Intuition. Da bin ich auch sehr dankbar drüber. Hatte natürlich da auch als Kind oft Probleme, weil wenn man anders ist, wird man halt auch nicht so ernst genommen oder anerkannt, weil ich halt durch die Vorhersagen, die ich immer gemacht habe, wenn irgendwelche Unfälle oder Naturkatastrophen oder sonst irgendwas passiert sind, ich bin halt einmal schnell als Hexe oder Teufel verschrien worden. Aber da Okay. können wir ja dann mal bei dir nochmal drüber sprechen. Und so Ja. hat sich das bei mir dann eben rauskristallisiert. Meine Geistführer haben mir dann gesagt, wo ich gefragt habe, was ist denn mein Plan oder mein Seelenplan? Und dann habe ich das halt gesagt bekommen, für was ich hier bin. Genau. Ja, also ich finde das Thema auch sehr spannend. Ich habe auch jetzt vor kurzem darüber erzählt in meinen Videos. Vor allem, ja, es kam dann zu mir, so weil ich ein Déjà-vu-Erlebnis hatte. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wie kann das funktionieren überhaupt? Und dann hatte ich so ein paar Gedanken und ja, Argumente, dass wir eigentlich gar nicht so die Wahl haben. Es ist irgendwie schon festgelegt wie so ein Film, ja. Und dann auf einmal erinnerst du dich an den Film, den du dir ausgewählt hast, als Seele quasi. Genau. Aber das ist trotzdem ein spannendes Thema, Ja. ob man freien Willen hat oder nicht oder inwieweit. Also, Ja, dann, ja. ich würde sagen, dann machen wir doch einfach mal, wenn du Zeit hast und Lust hast, sagst du mir Bescheid, dann machen wir ein Live bei dir. Und dann können wir mal über solche Themen dann einfach mal sprechen, auch was mit Seelenpläne zu tun hat. Und genau, also es gibt ja immer, es ist ja kein Zufall, dass man sich begegnet, ne? Also ich habe ja, sag nochmal der lieben Dani, liebe Grüße nach Österreich und ganz herzlichen Dank für den Kontakt, weil durch sie habe ich ja eben oder bin ich auf deinen Kanal aufmerksam geworden. Und sie hatte mir damals das Video geteilt, wo du bei Walli warst in der Schweiz.
Und ja, das fand ich total super. Und so kam ich auf dich. Und so habe ich dann eben deine Videos mal nach und nach angeguckt. Ich habe dir ja gestern schon gesagt, ich wollte gucken, wo es bei dir angefangen hat, ne, damit ich mal so sehe, was war der Grund deines Aussteigens und so. Und ich scrollte dann runter unter deinem YouTube-Kanal und es nahm kein Ende. Und dann kam ich auf die Idee und guckte mal, wie viele Videos du überhaupt schon gemacht hast. Und dann bin ich bei, ich glaube, 440 oder so hast du schon gemacht oder mehr als 440. Ja. Und dachte ich, okay, das schaffe ich nicht. Habe aber dann trotzdem das so gemacht, bin auf diesen Ältesten, habe dann draufgeklickt und habe dann gesehen, dass du da eben in Bosnien da warst, wie gesagt, bei den Pyramiden. Und das fand ich sehr spannend. Vor allen Dingen auch deine, wie soll ich sagen, deine Entwicklung des Bewusstseins und die Ruhe, die in dir eingekehrt ist, seit dieser Zeit, wo du gereist bist, in diesen 1,5 Jahren, fand ich sehr spannend, weil ich habe die Entwicklung halt gesehen. Am Anfang warst du noch sehr, ich sage jetzt mal, ist nicht negativ deutsch, ne? sehr strategisch und noch nicht so bewusst, wie du jetzt bist. Okay. Und von Video zu Video später und wie man dich jetzt sieht, du bist so entspannt und ganz anders in deinem äußeren Ausdruck und in deinen, auch in den Gesichtszügen, ne, das Happy und du lebst richtig das. Also das ja. Finde ich ganz, ganz toll. Ich habe mich befreit, innerlich und äußerlich. Ne? Das geht ja zusammen einher. Ja. Und ja, mir ging es noch nie so gut wie jetzt eigentlich, kann man sagen. Und ich habe noch nie so viel Sinn in meinem Leben gesehen wie jetzt auch. Und auch in meinem Wirken, in meiner Berufung, also die Videos sind eigentlich meine Berufung, ne? Weil ich damit auch Menschen inspiriere, über den Tellerrand zu schauen, oder ihr Horizont zu erweitern auch, oder motiviere zur Veränderung und Mut mache. Also so, das sind meine Gaben, kann man sagen. Ja. Oder auch einfach die Schwingung erhöhe, weil ich auch mal ein paar Späßchen mache, weil ich halt genau. So bin, wie ich bin. Ne? Ja, und das ist halt auch die Natürlichkeit, die du ausstrahlst. Das finde ich halt super, weil das ist auch das, was ich mit dem Live auch bezwecken will. Ne? Spür die Energie, was anderes ist es nicht, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn du was scriptest und du konzentrierst dich auf ein Thema, das du natürlich dann auch behandeln möchtest, dass diese Ausarbeitung ist natürlich auch Energie drin, klar, aber live ist es ganz anders und schön, das zu sprechen. Wir sind beide da ganz locker und ja, also ich glaube, auch den Zuschauern gefällt das ganz gut. Man muss nicht viel drüber nachdenken und wir sind da einfach ganz gechillt. Wir sind ja auf unserer Lebensreise, in unserem Seelenplan drin und leben bewusst. Ne? Das ist wichtig, ja. 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 Also, gerade weil ich mich so befreit habe, kann ich den Fluss meines Lebens auch gehen. Ne? Ja. Das ist mir auch noch mal ganz bewusst geworden, als ich darüber geredet habe, über Dankbarkeit und dass ich quasi ein Dankbarkeitstagebuch geführt habe. Für 30 Tage. Darüber habe ich gestern ja berichtet, genau. Im letzten Video, was daraus geworden ist. Und dann ist mir nochmal bewusst geworden, ja, ich muss nicht immer mit den gleichen Menschen zusammenhängen. Ja? Ja. Zum Beispiel, wenn du auf der Arbeit bist, ja, und dich immer wieder mit den gleichen Dingen beschäftigen und konfrontieren, sondern ich kann auch mal weiterziehen und nur so kann ich auch Altes hinter mir lassen, Türen schließen und dann öffnen sich neue Türen und neue Menschen kommen in mein Leben, die zu meiner Schwingung passen quasi, auf meiner Wellenlänge sind. Genau. Und deshalb sind ja auch so viele Menschen auch so unglücklich, weil die hängen dann mit Menschen ihr halbes Leben zusammen auf der Arbeit, die ihnen nicht gut tun. Ja. Auf Gegenseitigkeit beruht das, weil sie auf unterschiedlicher Wellenlänge sind. Die sollen gar nicht zusammen sein. Obwohl, eigentlich schon. Alles ist ja richtig, ne? Ja. Ich bin auch dankbar für diese Erfahrung. Ne? Ja.
ich bin dankbar für diese Erfahrung, weil dann kann ich auch drüber reden. Ne? Genau. Ich habe ja zwei verschiedene Leben in einem. Einmal, ich sage immer gerne, also ich nutze meinen zwei Namen dazu. André ist mein deutscher Name und Adel ist mein ägyptischer Name. Mhm. Und also ich habe ja einen ägyptischen Vater und eine deutsche Mutter. Mhm. Und ich wurde aber André genannt in Deutschland, also habe ich mir selbst ausgesucht. Okay. Und in Ägypten hieß ich Adel. Mhm. Aber als wir nach Deutschland kamen, habe ich als Kind schon bestimmt, hier in Deutschland spreche ich Deutsch und ich heiße André. Mhm. So. Und ja, und dann habe ich aber den Adel komplett ausgegrenzt. Und das ist mir dann, dann noch vor kurzem, vor 2 Jahren bewusst geworden. Mhm. Und dann habe ich den wieder aufgenommen. Und deshalb heißt der Kanal Adel, der Reisende. Mhm. Das ist der quasi der freiheitsliebende Rebell, kann man sagen. Mhm. Und es ist auch so die weibliche Energie, ist mir dann auch später aufgefallen. Mhm. Ich bin ein ganz anderer Typ. Und deshalb, also mittlerweile, wenn ich mich vorstelle, dann sage ich Adel André. Aber für den Kanal bin ich weiterhin Adel. Ne? Mhm. Ist auch ein cooler Name. Ne? Für, in Deutschland der Adel. Genau. Adel ist der, der Hochadel, ne? Genau, genau. Ja. Aber es passt auch irgendwie. Wir haben vorhin, ne, bevor es losging, habe ich gesagt, ich habe hier so ein schönes Orakel. Ich ziehe ja immer unterschiedliche Karten, auch für Menschen, wenn ich jetzt Seelenplan-Coaching, nenne ich das ja, mache. Und wir haben vorhin gemeinsam eine Karte gezogen. Wir haben über das Wetter gesprochen, weil ich habe dich gefragt, wie ist denn bei dir das Wetter draußen? Und du hast gesagt, ach, es ist seit den letzten paar Tagen ein bisschen bedeckt und trübe. Und ich habe gesagt, oh, bei uns ist es schön blauer Himmel seit 2 Wochen, weil ich bestelle ja immer das Wetter. Ne? Und wenn dann ein bisschen Wolken draußen ist und dann sage ich, ich weiß nicht, mit wem ich spreche. Ne? Manche mögen das höhere Selbst sagen, göttliche Quelle. Ist egal, ich quatsche da immer ganz normal und sage dann, also Leute, nee, ich habe das nicht ausgemacht. Ich habe blauen, klaren Himmel bestellt, kein Wind und null Regen. Also ich sage das immer ziemlich deutlich. Und so kam das jetzt auch. Und genau, und da drauf habe ich gesagt, ich ziehe jetzt mal eine Karte. Aber ich glaube, das ist keine Manifestation. Das ist eine Vorahnung. Wie man es nimmt. Du kennst ja deinen Film, weißt du? Deinen Seelenplan und den Film, den du dir ausgesucht hast. Deshalb weißt du schon, im Unterbewussten, es wird die Sonne scheinen. Und dann, keine Ahnung, wirst du sogar noch so geführt, dass du dir das wünschst? Die Erkenntnis habe ich nämlich bekommen als Kind, habe ich mir nämlich in Deutschland, als wir gerade in Deutschland waren, Schnee gewünscht, aber unabhängig von der Jahreszeit, weil in Ägypten gibt es ja eigentlich keine richtigen Jahreszeiten. Ja. Und dann habe ich mir Schnee gewünscht, weil ich das so toll fand. Ne? Gab es ja in Ägypten nicht. Und dann habe ich dann gebetet in der Nacht. Also ich habe wirklich nicht gewusst, dass wir jetzt im Winter sind oder so. Ne? Ich habe das nicht davon abhängig gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, lieber Gott, bitte lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien. Und ich habe das 100 Mal wiederholt. Mhm. Und am nächsten Morgen lag da Schnee, als ich die Rollladen aufgemacht habe. Vorher war kein Schnee, ich habe keine Wettervorhersage gesehen. Also. Aber ich schätze, das war keine Manifestation, das war eine Vorahnung. Oder ich sollte so geführt werden, damit ich in Vertrauen komme fürs Beten. Also ich weiß nur, das funktioniert, weil wir geben das irgendwie diese Energie in das Feld rein. Okay. Und wir sind ja alle energetisch verbunden. Vielleicht hat es irgendwas zu tun. Aber ich komme mal zu der Karte, die ich gezogen habe. Wally, liebe Grüße nochmal in die Schweiz oder Österreich, wo du gerade bist. Ich finde es schön, dass du nämlich auch die Karten hast. Die sind auch zu mir gewandert gekommen. Ich war in Flensburg in so einem Steinladen. Und da habe ich nämlich diese Orakelkarten, also Seelenorakel. Das heißt das schamanische Seelenorakel. Und wir haben gezogen heute den Regenmacher. Und da lese ich das jetzt mal dazu, was es bedeutet. Du musst die Brille abnehmen, weil ich kann so besser lesen. Die Essenz daraus ist, als Meister der Manifestation
kann der Regenmacher die Naturelemente dazu bewegen, dem höheren Wohl zu dienen. Wird die Kraft des Mitgestaltens rechtschaffen genutzt, entsteht viel Schönes und Wohltuendes, das allen zugute kommt. Dient sie hingehend allein egoistischen Zielen, hat jeder darunter zu leiden. Wenn die Erde verdorrt, ruft der Regenmacher das Wasser des Himmels an und alles, was in der Erde oder den Herzen der Menschen schlummert, wird wieder lebendig. Jetzt gibt es da noch einen Teil, das heißt die Einladung. Der Regenmacher will dich dazu anregen, aus Elementen, die in deinem Leben bereits vorhanden sind, etwas Neues zu schaffen. Achte aber darauf, dass du wirklich nur mit Faktoren arbeitest, die schon existieren und nicht mit solchen, die eintreten könnten oder hätten eintreten sollen. Die Saaten in deinem Herzen, still vor sich hin keimt, werden plötzlich hervorbrechen, um im Sonnenlicht heranzureifen. Halt dich nicht zurück. Wenn der göttliche Würfel wieder rollt, solltest du alles gesetzt haben. Und die Medizin dazu ist, es gibt, man kann also die Karte aufrecht oder so ziehen, das hat alles seine Bedeutung. Mach dir klar, wie viel du selbst zur Entstehung deiner Welt beiträgst. Nichts da draußen geschieht ohne deine Teilhabe. Führ dir vor Augen, dass die Welt nichts anderes tut, als dir deine Liebe und deine Absicht wiederzuspiegeln. An denen solltest du also etwas ändern, bevor du in Aktion trittst. Und nimm das Leben nicht persönlich. Das ist das, was die Karte da sagt. Und ich finde es sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ja. Es passt ein bisschen, also es passt schon zu mir. Das ist die Schöpferkraft, ne? Die Manifestationskraft, ja, die wir alle eigentlich haben. Aber ja, mir ist aufgefallen, dass ich, das ist auch eine Fähigkeit oder eine Gabe von mir, eine besondere. Also ich habe festgestellt, also ich komme immer mehr in meine Kraft, ja, oder Selbstermächtigung, kann man auch sagen. Ja. Und deshalb, ich muss schon aufpassen, wie ich denke. Ich habe auch die Macht, Dinge kaputt zu machen. Elektrogeräte, ja, oder so. Wenn ich zum Beispiel nicht an dem Laptop arbeiten will, da gab es noch etwas, was ich noch erledigen musste in der 3D-Welt, sage ich. Oder Drittwelt, kann man auch sagen. Gerne. Und das habe ich die ganze Zeit vor mir hergeschoben, weil ich unbedingt, ich wollte nicht damit zu tun haben. Und irgendwann, ja, wollte ich das dann machen und dann war der Computer kaputt. Ja, oder es funktioniert gerade irgendwie nicht, ne? Genauso ist das. Ja, ja. Aber genauso also, rum kann man auch Elektrogeräte reparieren mit Macht seines Bewusstseins oder mit der Hilfe von Engelzahlen. Das habe ich auch schon gemacht, mit der 444 zum Beispiel. Mein Tablet zum Beispiel ließ sich nicht mehr laden. Und dann habe ich die 444 da reingelegt und dann gebetet und so und daran auch fest geglaubt. Ne? Ich habe daran geglaubt. Und auf einmal hat er wieder geladen. Und der Shop, also die Reparaturwerkstatt in der Türkei, die wollten da zwei Sachen auswechseln für 100 Euro. Und das habe ich nachher gar nicht gebraucht. Der ist wieder funktioniert. Ja, unser Problem ja als manifestierter Fleischklumpen, also als Mensch, ist ja so, dass wir keine Geduld haben und es gibt ja eigentlich keine Zeit. In der geistigen Welt ist ja zeitlos und das verstehen wir ja nicht. Ne? Dass wenn wir jetzt was manifestieren oder wir wollen was, wünschen uns was, dann soll das ja immer gleich und jetzt und sofort sein. Wir haben ja das Problem mit der Geduld. Wir sind ja ungeduldig und wir gucken ja immer auf die Uhr, die uns ja irgendeiner mal geschenkt hat. Es wird ja bei uns alles in Zeit eingeteilt, aber die geistige Welt, das gibt's ja da nicht. Und da ist es auch immer so, wenn ich mit der geistigen Welt oder mit meinen Träumen oder so weiter arbeite,
dann, ja, ich will ja dann auch immer eine Antwort. Ne? Also wenn ich mich zum Beispiel verbinde und mache jetzt, ich sag mal, ein Seelenplan-Coaching, dann kann das auch nicht direkt gleich funktionieren, wenn ich da jetzt nachfrage, ne? Wie ist denn der Seelenplan und so weiter. Dann kann das dauern oder es kann auch gar nichts kommen, weil, ja, wie gesagt, das ist alles zeitlos. Und wenn ich das jetzt haben will, muss das nicht gerade jetzt passieren. So ist es halt. Ne? Das müssen wir verstehen. Ja. Ja, Raum und Zeit ist eine Illusion, sagt man ja, ne? In der 3D-Realität. Ja. Da habe ich jetzt auch letztens darüber nachgedacht, ich vergleiche das Leben hier auf dieser Erde als Mensch, die Inkarnation als Mensch, wie so ein Computerspiel. Und die Seele hat sich quasi die Karte Erde ausgesucht, oder den Planeten, ne? Und diese Rolle und diese Zeit, also jetzige Zeit oder Mittelalter kann man auch noch mal machen oder ne? Da man kann das im Computerspiel ja frei wählen, da gibt es keinen Raum und Zeit. Ja. Genau. Deshalb das ist wieder ein Argument, dass das hier alles nur simuliert ist halt. Ne? Man sagt ja auch ein Hologramm. Genau. Ich habe noch ein paar Argumente dafür, aber wer sich dafür interessiert, kann ja gerne meinen Kanal schauen, vor einer Woche oder so habe ich drüber erzählt. Ja, aber man spricht ja über so Dinge, also ich habe, ich will mich jetzt auch mal mehr mit diesen Themen da beschäftigen, alles was Raum und Zeit und Seelenplan, da möchte ich jetzt auch gerne nochmal ein extra Video machen, aber wenn wir da bei dir drüber sprechen, dann können wir uns ja mal auch ein Thema, ein bestimmtes Thema raussuchen und können dann da drüber sprechen. Vielleicht auch mit Walli zusammen, wenn sie Lust hat, weil sie hat ja auch tolle Themen. Auch Dani hat, finde ich immer ganz klasse. Wir können ja auch mal so ein Dreier- oder Vierer live machen. Ist auch ganz spannend. Ne? Also zu einem bestimmten Thema oder so, ne? Genau. Ja, jetzt wollten wir uns, ich wollte dich erstmal so kennenlernen und wollte auch meinen Zusehern und Zuhörern mal zeigen, wer du bist, weil ich fand es halt spannend, auch wie du ausgestiegen bist und wo du jetzt bist, momentan ja eben in Kreta. Und ist es jetzt erstmal deine Heimat und guckst du jetzt erst demnächst, wo es dich hin verschlägt? Also, ich lege mich nicht mehr gerne fest, weil es ändert sich stetig. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich habe das Gefühl, dass ich Kreta im Sommer verlassen werde, also so Ende Juni spätestens, dann wird es auch unbequem heiß, auch für die Hunde. Mhm. Ich kann es mir doch aussuchen. Ja, ich habe den Luxus. Dann gibt es auch noch andere schöne Flecken in Europa, wo man es auch gut aushält im Sommer. Ne? Also ich will durch Albanien zum Beispiel. Ich bin nach Dänemark eingeladen. Bei uns ist es auszuhalten im Sommer. Ich habe dir ja ein paar Bilder geschickt, das ist wirklich sehr schön bei uns. Ja. Also ich bevorzuge natürlich Ostsee, die Nordsee kenne ich ja jetzt schon 12 Jahre, wir haben ja da auch in Cuxhaven gewohnt, 10 Jahre lang und Nordsee ist ja dann, also meistens immer so, wenn wir dran an der Nordsee waren, war das Wasser weg, das passiert halt hier durch die Ebbe und wir haben ja starke Ebbe. Und in der Ostsee ist es halt nicht so, da ist mal vielleicht einen halben Meter oder wenn überhaupt was weg und wir haben halt ganz, ganz tolle, schöne Sandstrände hier, also es ist perfekt. Wenn das Wetter mitspielt, dann ist das ja wundervoll, ne? Karibisch schon fast. Ja, ist auch richtig toll, muss ich sagen, auch, was soll man sagen, ne? Ist halt schön. Ich habe schon gesehen, wir haben jetzt fast 1,5 Stunden gequatscht, aber wir haben ja gesagt, wir lassen es laufen und schauen mal. Ne? Ja, wir könnten garantiert 6 Stunden am Stück reden. Genau. Also, ja. Da gibt es genug. Das nächste Mal, ne? Wir quatschen. Was ich noch gerne erzählen möchte, ist, also zu meiner Transformationsphase noch. Also ich war ja als André so ganz im System, ne? Hatte
auch mich angepasst, war ein braver Schüler, ja, habe auch Leistung gebracht, ne, immer Leistungsdruck, ne, von Schule an, Studium und so weiter, Karriere. Und dann, ja, ich hatte kurze Haare, kein Bart, ne, ich sah auch ganz anders aus. Und dann fing es an bei mir mit der Transformation. Und wie innen, so auch außen und umgekehrt. Und ich habe mich auch innerlich verändert und äußerlich. Ja. Also ich habe heute die Haare ein bisschen zusammen, da sieht man es nicht so, aber ich habe eigentlich so Rasters. Die sind aber so gewachsen. Ne? Also ich habe die nicht gemacht. Ich zeige mal eben, für die, die mich nicht kennen, so sehe ich auch aus normalerweise. Ja, und ich habe erzählt, ich bin ja so seit 7 Jahren in dieser extremen Transformationsphase, wo ich super getriggert wurde mit meinen damaligen Freunden und so und wo ich daran auch gewachsen bin. Ne? Ich habe immer mich selbst reflektiert. Und dadurch habe ich mich so schnell entwickelt und ich habe auch viel gemacht, um einiges in mir zu lösen. Ne? Also darüber erzähle ich ja in meinen alten Videos, meine komplette Transformationsphase. Und dann kriege ich jetzt ein Horoskop, da steht, dass ich in den nächsten 2 Jahren Transformationsphase habe. Aber richtig. Das heißt, die nächsten 2 Jahre, die werden extrem. Und da bin ich mal gespannt, was noch kommt. Also, wenn die letzten 7 Jahre eigentlich nicht so im Horoskop standen und jetzt steht, dass ich in der Transformation bin, dann vielleicht entwickle ich mich wieder zum André. Ich weiß nicht, vielleicht schneide ich mir wieder die Haare. Nee, da brauchst du dir keine Gedanken machen, das wirst du nicht. Nee, das wirst du nicht. Aber diese Phase, die du jetzt nennst, die durchschreiten wir ja alle. Wir haben ja eine Zeit, in der sich natürlich viel verändert, aber es liegt ja natürlich immer auch an uns. Also erst müssen wir ja uns verändern und dann verändert sich ja auch das Außen. Man merkte dann auch, du ziehst andere Menschen an, es kommen andere Leute auf dich zu, du hast die Herausforderungen, sag jetzt mal, ändern sich oder du hast nachher gar keine Herausforderungen mehr. Ja, Ängste legen sich und so weiter. Wenn man da drin ist, spürt man das. Aber ich sehe bei dir andere Sachen. Es wird spannend. Kannst dich drauf gefasst Für andere kann das, wenn man so die Spiritualität lebt, kann machen. das für Menschen, die noch nicht selber diese Erfahrung gemacht haben, blauäugig rüberkommen oder naiv, wenn man vertraut in seinem Leben. Genau, Ja, ja, richtig. naja, ich will jetzt nicht mehr weiterreden, weil sonst kommen wir über die 1,5 Stunden. Ja, nee, Ich das könnte macht ja nichts. darüber noch reden. Ich wollte mal fragen, hast du eigentlich Familie, also Kinder, Frau, Freundin oder Also ich sonst habe keine eigenen Kinder, also ich habe keine Kinder irgendwas? und ja, Freundin habe ich jetzt auch nicht. Also ich hatte, ne? Und ja, ich habe ja meine Mutter, die ist noch in Deutschland. Grüß dich, Mama, falls du zuguckst. Oh, schön, ja. Grüße aus Dänemark. Ja. Also sie guckt sich alle meine Videos an. Die Sehr findet schön. das auch total toll, was ich mache. Und lässt sich auch gerne von mir inspirieren. Das findest du toll. Und ja, mein Vater, also mein Stiefvater, aber ich sage mein Vater, weil er hat mich ja, seitdem ich 7 war, miterzogen. Und ja, und mein Bruder und mein Neffe. Das ist eigentlich so meine Familie. Also aktuell, ne? Man hat ja eine große Familie, die Menschheitsfamilie. Über mehrere Ecken sind wir ja alle verwandt. Genau, so ist es Aber ja. das ist so jetzt aktuell meine Familie, mit denen ich engeren Kontakt habe. Ja, ich finde Mein es Neffe war süß. mich ja sogar hier besuchen, ne? Einen Monat ist er mit mir durch Kreta mitgereist, im Camper. Auch schön. Ja, das ist toll, wenn man eine Familie hat, die auch so zu einem steht. Und ja, finde ich ganz toll. Der Aber schaut Adel, sich auch gern alle Videos an. Grüß dich, Julian. ja, also ich versuche es ja auch. Ich habe ja auch jetzt angefangen, ich weiß nicht, mittlerweile habe ich 30 oder so angeguckt, immer mal wieder Ja. zwischendurch.
ja. Man ihr bleibt dann da kleben, ne? Ich verlinke das, ich verlinke ja deinen Kanal auch nochmal drunter und ich ändere die Beschreibung dann nochmal ab. Wollte ja da auch noch nicht so viel erzählen. Ja. Und verlinke deinen Kanal. Und du sagst mir einfach Bescheid, wann wir bei dir das live machen. Ich weiß nicht, entweder machen wir auch ohne Plan und reden einfach spontan drauf oder kannst dir was aussuchen. Also mir ist es egal, ich bin da spontan. Ja, ich würde schon das Thema Seelenplan oder so bringen. Ja, klar. Dein Thema, ne? Ja. So. Und ich würde auch schon dann direkt so nächstes Wochenende das machen. Jetzt ist das in meinem Bewusstsein. Und dann kann man das gerne schon ankündigen, nächsten Samstag zum Beispiel. Sonntag habe ich noch was anderes vor, abends. Ja. Dann wollen wir wieder so halb acht machen oder so? Ja, von mir aus. Also ich habe ja immer Zeit, ne? Ja. Ich kann jeden Tag. Ja, bei mir ist es immer, bei mir ist halb acht halt besser, weil mein Papa ist ja noch übrig. Den pflegen wir noch, wenn er bis dahin noch da ist. Er wird 97 am 26. Mai jetzt. Und also die gleiche Zeit wie jetzt? Ja. Ja. Aber Samstag würde ich eher bevorzugen. Ja, gerne. Ja, würde ich auch machen. Genau. Ja. Das machen wir. Genau, liebe Leute, liebe Zuhörer, liebe Menschheitsfamilie, ihr habt es gehört, das nächste Live startet bei Adel auf dem Kanal. Wie gesagt, den verlinke ich euch unten in die Beschreibung. Und wir sehen uns dann nächste Woche, Samstag, Datum weiß ich jetzt gar nicht auswendig, um 19.30 Uhr, Adel, deutsche Zeit. Ne? Du hast mich ja gefragt, deutsche Zeit oder griechische Zeit. Ja. Nee, wir sagen immer deutsche Zeit, dann gibt es keinen Durcheinander. Ja, ja, halb acht wieder, 19.30 Uhr, ja. Deutsche Zeit auf Adelskanal. Und ich würde sagen, macht's gut, bis nächste Woche. Habt eine schöne, entspannte Woche. Morgen ist ja in Deutschland noch Pfingsten, Feiertag. Bleibt schön entspannt und bewusst und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und tausend Küsse. Von Adel, den Reisenden aus Kreta. Und vielen Dank an dich, liebe Alexandra. Sehr gerne. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.